weiß von vielen von Ihnen, dass Sie schon des Öfteren hier waren. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen, ein besonders herzliches Willkommen denen, die zum ersten Mal heute unter uns sind. Ich freue mich, dass wir wieder diesen Schritt gemeinsam durch das Jahr ein wichtiger Schritt gehen dürfen, weil ja, wie ich auch in meinem ersten Amtsjahr festgestellt habe, zumindest für die Identität der katholischen Militärseelsorge von Bedeutung ist. Und insofern danke ich auch Ihnen, Monsignore Meyer, herzlich für all die Arbeit der Vorbereitung dieser Wallfahrt und all der vielen, vor allem die diskreten Schritte, die damit verbunden sind. In meinem ersten Amtsjahr ist mir, und ich habe schon des Öfteren gesagt, deutlich geworden, neben allen seelsorglichen Perspektiven, die uns in der katholischen Militärseelsorge beschäftigen und allen politischen und militärischen, mir zwei Zielrichtungen unseres Tuns besonders von Bedeutung sind, die ich an dieser Stelle noch einmal betonen möchte. Es ist mir gerade auch bei meinem Besuch in Afghanistan, aber auch bei vielen anderen Gesprächen deutlich geworden, auch vor allen Dingen im Rahmen der Politik, dass es zwei Wirklichkeiten gibt, von denen ich der Überzeugung bin, und dass sie nicht nur öffentlich, sondern auch in den Diskussionen, in der Personalführung, aber auch im Rahmen der Entscheidungen von größerer Bedeutung sind, als gerade in Deutschland viele glauben. Das ist nämlich der Bereich der Kultur und der Bereich der Religion. Beides, nicht nur im nationalen, sondern im internationalen Zusammenhang, trifft, glaube ich, wesentlich mehr nicht nur die Gewissensbildung der Soldatinnen und Soldaten, sondern auch die Perspektiven der Entscheidungsfindung von ihnen, die sie Verantwortung tragen in den entsprechenden Bereichen, aber auch die für mich als katholischer Militärbischof, für den Generalvikar und uns in der Seelsorge tätigen, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, wichtig sind. Warum? Weil mir noch einmal deutlich geworden ist, dass gerade angesichts der Reflexion auf die Schrift Gerechter Frieden der deutschen Bischöfe von September 2000, es sind immerhin schon fast mehr als 12 Jahre, dass diese Schrift von uns verabschiedet wurde, deutlich wird, vieler der da beschriebenen Perspektiven von Verantwortung hängen sehr zusammen mit einem, wenn sie auch in einem Raum gesprochen sind, der sich staatlicherseits als religionsneutral versteht, ohne Christentum nicht zu verstehen ist. Und zum Christentum gehört nicht nur einfach eine Religion im Sinne der Glaubensüberzeugung, sondern zugleich eine Inkulturation in einen gesellschaftlichen, politischen Zusammenhang, der von Bedeutung ist, weit über den Rahmen von Kultur und Religion hinaus. Und mir ist gerade in Afghanistan angesichts der Fragen, die auch jetzt im Blick auf die politischen Entscheidungen bis zum Jahr 2014 zu treffen sind, deutlich geworden, dass nicht nur in Deutschland, sondern glaube ich auch weltweit, diese beiden Phänomene wesentlich unterschätzt werden. Das ist eine negative Folge, glaube ich, der Säkularisation und des Glaubens daran, dass man in einem etwas scharfen Sinne gesprochen die Religion und damit auch die Kultur zur Privatsache erklären könnte. Wenn ich das so deutlich formuliere, weiß ich, dass ich damit auch gerade im Rahmen des Grundgesetzes für uns in der Bundesrepublik Deutschland auf ein schwieriges Feld trete. Ich glaube jedoch, dass dieses Feld ohne diese beiden Perspektiven nicht zu betreten ist. Und gerade der Besuch unseres Papstes und seine Rede im Deutschen Bundestag, die sich mit der Frage der Quellen des Rechts beschäftigt hat, zeigt uns, wenn er darauf rekurriert, dass es von Bedeutung ist, vom Naturrecht auszugehen, um eine Rechtsvorstellung zu entwickeln, die für alle Menschen von Bedeutung ist, dass die nicht zu entwickeln ist, ohne die Fragen von Religion und Kultur zu reflektieren. Was heißt das? Wenn wir uns hier in Lourdes versammeln, wird deutlich, dass Religio schon von seinem Wortsinn her Rückbindung meint, und das meint jedenfalls vom katholischen Standpunkt aus, dass es kein rechtes Denken vor Menschen gibt ohne Gott. Und dass wir uns da übrigens mit, glaube ich, 80% der Weltbevölkerung in trauter Nachbarschaft bewegen. Nicht in Deutschland, aber doch in der weiten Welt. Das ist für mich als Katholik natürlich tröstlich. Und für Sie hoffentlich auch. Und gleichsam auch einen Ansporn zu fragen, warum sind diese 20% da nicht auch schon katholisch geworden? Vor allen Dingen im Sinne dieser Reflexion, von der ich der Überzeugung bin, dass sie nicht nur, was unsere jetzigen Aufgaben, auch ihre militärische und politische Verantwortung angeht, sondern was das Staatswesen und das Rechtsdenken angeht, sonst zu katastrophalen Folgen führt, wenn wir uns nicht auf eine solche Grundlage beziehen. Und von daher ist gerade das Reflektieren über Religion und hier die Erfahrung von gelebter Religion als konkreter Glaube in der katholischen Kirche eine große Quelle, von der ich wünsche und hoffe, dass sie Sie selbst in diesen Tagen sehr stärkt und bestärkt und uns allen auch Mut macht, selbst als
religiöse Menschen im Auftrag eines Staates, der sich nach dem Grundgesetz so versteht, dass jeder seine Religion frei ausüben und in seinem Gewissen frei handeln darf, es aber doch so tut, dass es dem Gemeinwohl dient. Und von daher finde ich auch all die Diskussionen in unserem Land, die gerade im Blick auf den Islam, das ist ja momentan das große Thema, stattfinden, sehr heilsam. Sie zeigen noch einmal uns da, wenn auch aus zum Teil schwierigen Gründen, Menschen zeigen, ohne Religion, ohne gelebte Praxis von Religion, gibt es kein Menschsein. Und mir scheint das nicht nur für unseren Seelsorgeauftrag, sondern auch für die politischen Folgen all dessen, was wir weltweit erleben, noch von viel höherer Bedeutung zu sein, als den meisten Verantwortungsträgern bewusst ist. Damit zusammenkommt, dass es, und das zeigt uns ja auch schon die Geschichte, Kultur immer mit Religion zu tun hat. Die Etrusker waren die ersten, nördlich von Rom gelegen, die ihre Toten begraben haben. Das haben sie aus religiösen Gründen getan und damit gezeigt, dass sie kulturfähig sind. Ich halte es für eine wichtige Herausforderung, von diesem Standpunkt der Religion aus auch noch einmal zu fragen, was für eine Kultur leben wir. Was bedeutet es unter dieser Rücksicht, den Begriff von Freiheit und Gerechtigkeit zu reflektieren? Was bedeutet das für uns und alle, die in der Militärseelsorge tätig sind, etwas zu tun, was weit über den Rahmen der Kirche hinausgeht? Nämlich dafür einzustehen, dass wir von unseren Überzeugungen, was Kultur ist, nämlich als die Gestaltung all dessen, was uns von der Natur gegeben ist, durch die Schöpfungskraft des Menschen einzubringen in ein Gemeinwohl. Unter dieser Rücksicht glaube ich auch, dass wir, die katholische Militärseelsorge, einen guten Dienst leisten können mit einem Selbstbewusstsein für alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, aber auch weit darüber hinaus, weil wir uns auf diesen Hintergrund reflektieren, wissen, wir tun einen Dienst für das religiöse, freiheitliche Bewusstsein der Menschen, aber auch zugleich für die kulturelle Eingebundenheit allen Tuns, sei es militärisch, politisch und sonst gesellschaftlich relevant. Wenn man sich fragt, und ich tue das des Öfteren, was ist denn dann unser Dienst, der weit über unser Land hinausgeht, dann glaube ich, dass wir gerade von unserem Erbe in Europa sagen können, dass die reiche Geschichte unserer Religion, die reiche Geschichte unserer Kultur große positive Konsequenzen für das Allgemeinwohl und für das Verständnis auch von Staat und Politik gehabt haben. Wenn das Ganze auch jahrhundertelang sehr konfliktiv und leider auch mit vielen Opfern gekennzeichnet war. Am Ende steht, meine ich, eine demokratische Überzeugung, deren Begriffe wie Menschenwürde und Menschenrechte ohne das Christentum nicht zu denken sind. Und wenn wir jetzt in einer mehr globalisierten Welt, und das sehen wir ja in der Seelsorge, das sehen Sie in Ihren militärisch-politischen Verantwortungsbereichen, auf so viele andere Kulturen treffen, auf so viel Unverständnis oder so viel Ablehnung, ist das, finde ich, eine große Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen und von denen ich Ihnen, Staatssekretär für die Bundesregierung, Ihnen, meine Herren General und Admirale für die Bundeswehr, unsere Unterstützung zusage, auch im Sinne einer permanenten Provokation. Und zwar einer, die ich finde, die Sie längst mit aufgenommen haben, weil Sie sich all dieser Problematiken auch bewusst sind. Wir als Weltkirche erleben ja in der katholischen Kirche genau diese konfliktiven Felder, wie Sie das in der Politik auftun. Wir jedenfalls von unserer Seite, der Generalvikar und ich, alle, die die Mitverantwortung in der Seelsorge tragen, versprechen Ihnen, das uns Mögliche zu tun, in der Tat schwierigen Übergangssituationen, die wir auch als katholische Kirche in Deutschland und Europa erleben, Ihren Dienst seelsorglich zu unterstützen. Nicht nur, weil wir dankbar dafür sind, dass die Religionsfreiheit auf diese Weise geachtet und geehrt wird, sondern weil wir auch der Überzeugung sind, dass Religion und Natur und Kultur dazu beitragen, einen für das Gemeinwohl und für die Würde des Menschen unverzichtbaren Dienst zu leisten, in deren Rahmen die Aufgabe der Bundeswehr zu sehen ist. Einen kleinen humorvollen Abschluss erlaube ich mir. Sie wissen ja, Kultur und Religion haben immer konkrete Folgen. Gerade war ich bei der kleinen Gruppe von Kranken, die hier bei uns jetzt dabei sind, und einer von denen kam mir mit einer Kerze, die ich segnen sollte. Das habe ich auch getan. Eigentlich glaubt man ja, eine Kerze ist etwas Normales. Diese Kerze hatte aber zwei Farben. Sie war gelb und schwarz. Und zeigte ein ganz besonderes Wappen. Nämlich, als Dortmund deutscher Meister wurde, hat mich die Bild-Zeitung angerufen und gefragt, was ich denn davon hielte,
dass Sie ja wissen, ich bin kulturell und religiös im Ruhrgebiet verwurzelt. Das heißt, ich bin Fan von Schalke. Also genau weiß. Ich habe die Kerze dann gesehen mit der Bemerkung, der liebe Gott mag auch die Dortmunder. Der liebe Gott mag besonders die Katholiken. Und der liebe Gott mag sie alle. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und in diesem Sinne eine durchaus reizvolle und humorvolle Auseinandersetzung, die aber inhaltsreich ist mit all dem, was Kultur und Religion nicht nur in meinem Bistum im Ruhrgebiet, sondern in ganz Deutschland und auch in Europa und darüber hinaus bewirken. Herzlich willkommen Ihnen hier unter uns und gute gemeinsame Tage. Danke.